Hochzeit zu den Charakteren, Helden, Champions oder wie auch immer man sie nennen möchte oder nennen mochte bis jetzt von Valorant. Und zwar geht es um die Agents von Valorant. Valorant ist ja das neue Game von Riot Games, ehemals Project A. Valorant, ich weiß auch nicht immer noch nicht, ob es Valorant oder Valorant ausgesprochen wird. I don't fucking know. Auf jeden Fall sind mittlerweile alle dieser Agents, die nennen sich wirklich Agents, also zu Deutsch Agenten. Nicht Champions oder Helden oder was auch immer, sondern Agents. Und es gibt 8 Stück zu Beginn. Es sollen scheinbar im Laufe der Spielentwicklung noch welche dazukommen. Aber es gibt momentan 8 dieser Charaktere. Und diese Agents, scheiße, wir müssen beim Wort bleiben. Und jetzt sind die Fähigkeiten auch schon bekannt. Das heißt, man kann sich jetzt im Endeffekt, bevor man das Spiel überhaupt spielen kann, zumindest schon mal eine Übersicht machen und sich entscheiden, okay, scheiße, welchen Agent möchte ich denn am besten spielen? Welcher passt denn zu mir? Welchen kann ich von Anfang an gleich hunderte von Stunden reinsuchten? So, Valorant, so sieht's aus. Es gibt 4 Fähigkeiten. Jede Klasse, jeder Agent, ich bleibe auf Klasse hängen mit Sicherheit, hat 4 Fähigkeiten. Und zwar gibt es da eine sogenannte Kernfähigkeit und eine ultimative Fähigkeit oder auch Ultimate. Das sind 2 Fähigkeiten, die hat jeder Charakter. Und dazu gibt es noch 2 Fähigkeiten-Slots, wo ihr selber aussuchen könnt, was ihr da reinpackt. Ähnlich wie in Counter-Strike. Ihr könnt euch da, wie bei Counter-Strike die Granaten, könnt ihr euch 2 Fähigkeiten entsprechend noch dazu kaufen. Und wir gehen das Ganze jetzt mal durch. Wir fangen an mit Brimstone. Das ist der erste Char, der erste Agent. Brimstone, dem seine Fähigkeit ist Incendiary. Da wirft er eine Brandgranate, die einen Feuerflächenschaden verursacht. Ne, man macht Damage. Nicht vergessen, man kann mit seinen Fähigkeiten auch Damage machen. Dann hat er das Stim-Beacon. Das kennen wir sogar schon aus dem Gameplay zu der ersten Runde. Und zwar kannst du dann an eine gewisse Stelle dieses Beacon schmeißen. Und alle Leute, die in der Zone sind, die in diesem AOE-Bereich sind, sowohl deine Mitspieler als auch aber die Gegner, kriegen erhöhte Feuergeschwindigkeit. Das ist ziemlich heiß. Das heißt, du hast eine höhere Feuerrate, wenn du in dem Bereich stehst. Ich kann mir gut vorstellen, dass in gewissen Map-Spots dann diese Beacon-Spots schon auftauchen werden und man da sowas hinschmeißt, damit man da gut abaimen kann, weil gleich der Gegner um die Ecke kommt und man mit absolutem Prassel-Autofeuer da reinballern kann. So, dann gibt es eben diese sogenannten Signature-Abilities, die ich schon genannt habe, die man abhängig von dem Agenten immer zu Rundenbeginn hat. Und die haben Aufladungen. Und je nachdem, wie viele Aufladungen du benutzt, umso oft kannst du das machen. Wenn du zum Beispiel in einer Runde keine dieser Aufladungen benutzt, hast du in der nächsten Runde wieder volle Aufladung. Wenn du aber in einer Runde beide Aufladungen benutzt, hast du in der nächsten Runde wieder, ja richtig, volle Aufladung, weil die sich in jeder neuen Runde wieder aufladen. Easy peasy. Und das ist bei ihm Sky Smoke. Da kann er über die Karte, man hat die Minimap auch gut gesehen, an verschiedenen Punkten Rauchgranaten platzieren. Das heißt, du musst nicht mal aktiv an der Stelle stehen, sondern du kannst über die Minimap Rauchgranaten anfordern und kannst dort halt einen Bereich absmoken. Sehr interessant. Dann kommen wir zur Ultimate. Ultimate auch ganz interessant. Wir haben es in dem kurzen Gameplay gesehen zur ersten Runde. Ich habe ja darüber gesprochen, dass man bei dieser Einfähigkeit sehen konnte, wie kleine Punkte im UI, in dem HUD oben drüber waren. Diese Punkte bekommst du durch Kills oder wenn du diverse Aufgaben auf der Map erledigst. Da war unter anderem dieser Orb, den man aufsammeln konnte und dann hat er einen Punkt dazu bekommen. Und danach hatte sich diese Ultimate-Fähigkeit aktiviert. Das heißt, du hast halt eine gewisse Anzahl an Punkten, die du voll machen musst, beziehungsweise zum Beispiel Gegner, die du töten musst, bis du diese Ultimate sozusagen auflädst. Und dann kannst du die benutzen. Und das kannst du aber über die ganze Runde machen, also über die ganzen Runden. Das ist ja nicht nur eine Runde, die gespielt wird. Das heißt, du machst in der ersten Runde 2 Kills, hast 2 Punkte, die aufgeladen wurden. Du gehst in die nächste Runde rein, machst nochmal einen Kill, hast du insgesamt 3 Punkte, die aufgeladen wurden, bis du das halt auflädst. Und das kannst du halt weitertragen. So, und er hat da Orbital Strike und man muss, glaube ich, kein Englischprofi sein, um da zu verstehen, was da passiert. Der kann auch an jedem Ort der Karte ein orbitales Bombardement schmeißen. Einfach komplett die Leute wegbomben, die Leute versuchen abzuhalten von dem Push. Ich glaube, der wird sehr, 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 sehr viel gespielt. Weil ich den, also bisher von den Fähigkeiten sehe ich den als sehr stark an. Nicht unbedingt, was den Schaden angeht, aber um Leute halt aufzuhalten. Mit der Smoke-Wand, mit dem Orbital-Strike. Ich meine, das ist die Ultimate, aber wir werden sehen. Dann kommt Cypher. Cypher Trapwire. Der ist so ein bisschen der Sneaky-Peaky-Typ von hinten. Weißt du, die Durchstoßlegende von Valorant. Lul. Trapwire kann eine Stolperdrahtfalle zwischen 2 Wänden platzieren.
Die ist für die Gegner nicht sichtbar, so gesehen. Wenn die Leute durchlaufen, dann werden die aufgedeckt und für eine kurze Zeit halt an die Ort und Stelle gebunden. Ne? Kleiner Stun und halt eine Aufdeckungsgeschichte. Dann hat er Cyber Cage. Das ist eine ferngesteuerte Falle, die verlangsamt Gegner, wenn sie dieses Gebiet, wo die Falle ist, betreten. Das heißt, er hat halt ziemlich viele, ich sag mal, Debuff-Sachen, um die Leute halt auch ein bisschen aufzuhalten, ein bisschen verlangsamen, ne, denen halt irgendwie einen Debuff zu geben. Seine Signature-Ability ist Spycam. Das haben wir, da kommen wir gleich noch dazu, weil ich sehe gerade, das sind echt viele, also in dem Game sind viele Attribute oder Abilities, die was mit dem Aufdecken des Gegners zu tun haben. Da kann er eine Kamera platzieren, wahrscheinlich hat eine GoPro dabei, zack, bumm, ne, macht er an die Wand hin und dann kannst du ein Gebiet unter Beobachtung halten. Die Kamera kann dann Darts abfeuern, ne, so kleine Pfeile, um die Position der Gegner zu verraten. Das ist auch sehr interessant. Geht es auch wieder darum, Leute aufzudecken, zu wissen, wo ist die Position. Das ist in so einem Game, mein Counter-Strike nicht, ist nicht anders, halt sehr wichtig. Und die Ultimate von ihm ist Neural Theft. Da klaut er Cypher-Informationen, so nennt sich die, von einem gefallenen Gegner. Das heißt, wenn du einen Gegner getötet hast, kannst du von ihm Informationen klauen sozusagen und dann dadurch werden die ganzen Positionen der befindlichen Restgegner halt aufgedeckt. Das heißt, das gegnerische Team wird halt mal aufgedeckt und du siehst, wo die Positionen von denen sind. Kann auch spielentscheidend sein. Auch ein interessanter Dude, nicht so wirklich offensiv mit seinen Fähigkeiten, aber trotzdem wahrscheinlich nicht ohne fürs Team. Jetzt kommen wir zu einer interessanten Kollegin, die wir auch schon gesehen haben im Spiel als Gameplay und viele Leute wahrscheinlich predikten werden, die zu spielen. Und zwar geht es um Jett. Jett ist die Frau, die hat meine Haarfarbe, Fun Fact. Nur habe ich nicht so lange Haare wie sie. Kauffähigkeit ist bei ihr Cloudburst. Da schleudert sie eine Nebelwolke davor, die Sichtlinie blockt. Die haben wir gesehen. Ne? Nebelwolke. Und dann hat sie Updraft. Das haben wir auch gesehen. Nach einem kurzen Aufladezeit. Das sind mit zwei Aufladungen. Kannst du dich nach oben in die Luft katapultieren. Das haben wir gesehen in dem Gameplay. So auf erhöhte Position. Wahrscheinlich auch nicht verkehrt, um eine gute Posi zu haben. Dann Signature ist Tailwind. Da kannst du dich in die jeweilige Richtung, in die du dich halt gerade bewegst, in die du guckst, eine kurze Distanz teleportieren. Man muss dazu sagen, das Movement vom Gameplayer ist wie sehr ähnlich zu Counter-Strike. Die Geschwindigkeiten sind sehr ähnlich zu Counter-Strike. Du kannst auch nicht sprinten. Es gibt eine Geschwindigkeit. Und wenn du zum Beispiel die Shift-Taste drückst, jetzt aber, was die Sprint-Taste ist, in anderen Games, dann gehst du wie CS. Dann hast du im Endeffekt einen langsamen Gang. Nicht vergessen. Deswegen sind Geschwindigkeits-Abilities wahrscheinlich gar nicht so schlecht, um von der einen Seite zu der anderen Deckung zu kommen. So, Ultimate ist bei Bladestorm, das habt ihr vielleicht schon gesehen. Da geht es um die Wurfmesser. Ihr kriegt diesen Ring an Wurfmessern, die einen moderaten Schaden an Gegnern zufügen können und die auch bei Headshot einen One-Shot machen. Also Headshot grundsätzlich mit Waffen in Sachen Headshot, One-Shot und bei den Dingern eben auch One-Shot. Und du hast hier die Möglichkeit, mit der linken Maustaste einzelne Messer zu werfen oder mit der rechten Maustaste einen Burst zu machen, der auf kurze Distanz halt die restlichen verfügbaren Dinger raushaut. Das Coole an der ganzen Sache ist, wenn du einen Kill damit machst, dann werden deine Messer wieder aufgeladen. Das heißt, machst du einen Kill, kriegst du alle Messer aufgeladen. Hast du nur noch ein Messer am Start, du machst den mit dem Messer den letzten Kill, die komplette Ulti wieder am Start. Sehr effektiv. Werden wahrscheinlich sehr viele Leute spielen, was Damage angeht. Als nächstes haben wir Omen. Der hat Paranoia als kaufbare Ability. Der ist sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist, glaube ich, könnte ein Charakter sein, der so ein bisschen hinten runterfällt, weil er erstmal von seinen solchen Fähigkeiten, die ich jetzt gleich vortragen werde, nicht so überzeugt. Also für mich persönlich noch nicht, aber muss mal gucken, wie man ihn spielt. Bei Paranoia hast du eine Schattenfigur sozusagen. Und da kannst du eine Schattenfigur mehr oder weniger nach vorne ballern, in die Richtung, die du guckst. Und jeder, der davon berührt wird, wird geblendet. Das ist so der Typ, der die Flashgranaten mehr oder weniger am Start hat. Blend, gute Möglichkeit, jetzt zu pushen, anzugreifen. Muss man wahrscheinlich ein bisschen Brain haben, um den Typen einzusetzen. Dann gibt es Shadow Walk, das ist seine zweite Fähigkeit, die man kaufen kann, wie gesagt. Da hast du nach einer kurzen Aufladezeit, kannst du dich teleportieren über eine gewisse Strecke von A nach B. Auch interessant. Ist aber halt auch nicht die ganze Zeit verfügbar, sondern halt nur, ne, durch die entsprechenden Aufladungen. Die Signature ist Dark Cover. Da schickst du eine Kugel los, die am Ende explodiert, wenn sie wo auftrifft. Und in diesem Radius wird die Sicht verdeckt. Das heißt, ebenfalls, wie wir gerade gesehen haben bei den ersten Fähigkeiten, es geht sehr viel um Blenden. Den Gegner versuchen zu blenden, die Sicht zu nehmen, einfach zu verwirren und halt damit dir den Vorteil rausholen. Ultimate from the Shadows nennt sich das. Hier geht es immer nur um Schatten, ne? Da kannst du auf der Karte, ähnlich wie es vorhin war, mit den Sachen wie dieser Smogwand oder dem Orbital Strike, einen Punkt auswählen und an den kannst du dich teleportieren. Das ist ganz krass. Du kannst dich halt wirklich auf der Karte dann einmal damit komplett woanders hin teleportieren.
Und an diesem Ankunftspunkt erscheinst du dann wie in deiner Schattengestalt. In dieser Schattengestalt kannst du halt aktiv werden, gegen die Gegner kämpfen, Sachen machen. Und sobald du stirbst, bist du aber nicht raus, weil das war nur deine Schattengestalt. Sondern du wirst an deine Ausgangsposition im Endeffekt wieder, also kehrst du wieder zurück. Von dort, wo du dich halt hin teleportiert hast. Das heißt, du kannst dich scheinbar irgendwo hinstellen, am besten safe in der Ecke. Also ich gehe mal davon aus, dass du dann da stehst und vielleicht auch angreifbar bist, aber das wissen wir noch nicht. Und dann kannst du dich irgendwo hin teleportieren und bist dort mit deiner Zweitgestalt, der Schattengestalt unterwegs, kannst Sachen machen und wenn die drauf geht, kommst du wieder zurück. Erinnert mich so ein bisschen an den Revenant da aus Apex, der jetzt zuletzt reinkam, die neue Legende, die auch dieses Beacon hatte, wo ich hinstellen kannst und mit Respawn und so. Nur so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen daran. So, dann haben wir Phoenix. Phoenix spielt mit dem Feuer, wie der Name schon sagt. Der hat die kaufbare Ability Hot Hands. Da kannst du einen Feuerball nach vorne werfen, der nach einer kurzen Verzögerung oder eben bei Impact explodiert. Explosionsschaden ist natürlich am Start. Und das Coole ist aber, du damagst damit den Gegner und du heilst dich aber selber, weil du bist Phoenix, Mann. Der Phoenix aus der Asche, ne? Feuer. Sehr nice. Du kannst dich entweder selber damit heilen, wahrscheinlich gar kein schlechter Move, wenn du nicht genug Leben hast, dir selber die Sachen hinzuschmeißen. Du wirst geheilt, der Gegner kriegt Damage. Dann gibt es noch kaufbar Blaze. Da kriegst du eine Flammenwand an den Start. Haben wir eventuell auch schon gesehen. Es sind grundsätzlich sehr viele Wände am Start. Also ich merke schon, kommen wir gleich auch nochmal bei einem anderen Agent dazu. Es gibt sehr viele Block-Sachen, die du machen kannst. Er macht halt eine Feuerwand. Die blockt die Sicht. Ich gehe davon aus, dass du durchschießen kannst. Und die macht halt Schaden an jedem, der durchläuft. Ganz klar. Du kannst halt damit ein Ding blocken. Wenn du durchläufst, kriegst du Schaden. Und ob er jetzt dadurch Schaden bekommt, weiß ich jetzt nicht. Das wäre interessant, ob er dadurch auch Schaden bekommt oder auch wieder geheilt wird, was Feuers. I don't know, aber Sicht blocken, Bereich absperren. Dann die Signature ist Curveball, ganz interessant. Er hat eine Flammenkugel und die auch nach kurzer Zeit explodiert und alle Spiele blendet. Also so ein ähnlich wie vorher bei der Shadow-Geschichte, so eine Art Flashgranate. Und das Coole an der ganzen Sache ist, die kannst du mit einem Drall werfen. Also links oder rechts Drall. Du kannst die im Endeffekt, wenn du gut damit bist, kannst du die um eine Ecke werfen. Und dahinter befindliche Leute halt auch entsprechend damit stunnen oder halt blenden. Bin ich gespannt. Also Phoenix hört sich für mich auch erstmal interessant an. Ultimate Ability ist Run It Back. Wenn du die einsetzt, markierst du deine bisherige Position. Ne? Und das ist eher so noch mehr diese Richtung, wir hatten es gerade eben, mit dieser Shadow-Geschichte. Erinnert mich eben an diese Apex, an diesen Revenant von Apex. Wenn du das aktivierst, markiert dann deine momentane Position und dann kannst du loslaufen, fighten gehen und wenn du stirbst oder die Fähigkeit ausläuft, dann wirst du auch wieder eine markierte Position mit vollen HP wiederbelebt. Also auch sehe ich jetzt sehr stark. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Shadow Dude davor, ne, das war Omen, der sowas ähnliches hat, mit dem Teleport auf einer anderen Position, sehe ich mich momentan so ein bisschen Phoenix-Style, also mit Feuer, der Phoenix aus der Asche. Gut, es ist viel mit Schaden so mit drin. Und dann auch mit der Ultimate, dass du halt reinlaufen kannst, versuchen kannst, Leute zu holen. Wenn du tot bist, hast du nochmal im Endeffekt die Chance, reinzukommen mit vollen HP. Auch nicht schlecht. Dann haben wir Sage. Sage ist bisher die bekannteste. Das war die einzige Agentin, die wir bis vor kurzem gekannt haben und die Fähigkeit noch gekannt haben. Die habe ich auch schon mal kurz vorgestellt, deswegen gehe ich kurz drüber. Du hast den Slow Orb. Da wirst du einen Orb noch vor, der auch bei Kontakt halt explodiert und ein verlangsamendes Feld erschafft. Also im Endeffekt auch eine Art von Stun, wo die Leute gestunt werden. Und innerhalb dieses Bereiches bewegen sich die Leute halt langsamer und können nicht mehr springen. Und Geräusche, die halt dort passieren durch die Schritte, werden halt mega laut. Das heißt, du hörst sie halt auch. Du kannst es halt irgendwo hinschmeißen, um halt dann mitzubekommen, okay, da sind Leute jetzt. Dann hast du diesen Barrierenorb. Da sind immer wieder Barrieren, sind wirklich gefühlt bei der Hälfte der Charaktere am Start. Da hast du eine Barriere, die du frei platzieren kannst. Ne? Je nachdem, wo du sie haben willst. Die Signature, das waren die beiden kaufbaren Optionen. Die Signature ist Healing Orb. Das ist diese Heilkugel, wo du Verbündete heilen kannst oder dich selber heilen kannst. Und als Ultimate hat sie eben diese Resurrection-Geschichte. Wenn du die Ultimate voll hast, kannst du halt nach einer kurzen Verzögerung einfach Verbündete halt heilen. Und das haben wir auch in dem ersten Gameplay. Das ist bisher, also das allererste Gameplay, was in dem ersten kleinen Video halt von Valorant, damals noch Project A war, hast du es auch gesehen, hat sie halt damit einen wiederbelebt. So, dann kommen wir zu Sova. Sova hört sich weiblich an, ist aber ein Typ, sieht ein bisschen aus wie Legolas. Das ist der Dude mit dem Bogen, den haben wir auch in der ersten Runde gesehen, jetzt von dem Gameplay. Der hat einen Shockbolt, der schießt einen explosiven Pfeil ab, der beim Aufprall Schadenswelle aussendet. Ne? Damage, Bogen rein, Hanzo-Style, vielleicht stehen da Leute, werden mehrere getroffen, weil es eine Schadenwelle verursacht, AOE-Schaden mehr oder weniger. Und dann Owl Drone, eine Eulendrohne, die haben wir auch in dem Gameplay gesehen. Das war die Drohne, wo ich sehr überrascht war. Mit der kannst du frei steuern, kannst rumfliegen.
Und du kannst da, das haben wir nicht gesehen, den Dart abfeuern auch. Ähnlich wie diese Kamera, die du platzieren konntest mit dem anderen Kollegen, diese GoPro. Und der getroffene Gegner durch den Dart wird dann aufgedeckt für das ganze Team. Also du kannst nicht nur visuell den Gegner sehen und sagen, hey, er ist da vorne in dem Gang, sondern du kannst ihn theoretisch auch mit dem Dart treffen und dann wird er auch für die Leute noch angezeigt, damit sie genau wissen, wo seine Position ist. Das sind die zwei kaufbaren Abilities, dann die Grundabilities. Die Signature ist Recon Bolt. Da schießt er den Pfeil mit dem Sonar, das haben wir auch mehrmals gesehen. Schießt einen Pfeil ab in eine Richtung und von da aus wird ein Sonar halt aktiviert, was halt befindliche Gegner dann aufdeckt für die Gegner. So ein bisschen der Wallhack. Ähnlich, also wie gesagt, sehr handso ähnlich. Ja, man hat es vielleicht gesehen, ist natürlich, es orientiert sich ein bisschen an diese Geschichten, aber es klingt für mich schon sehr so nach Hanzo aus Overwatch. Die Ultimate ist Hunter's Fury. Da kannst du bis zu 3 Energiepfeile abschießen, die die komplette Map durchqueren. Auch wieder so ein Ding. Hanzo, wir kennen's. Was war seine Ulti? Und dann schießt er und dann geht der ganze Drache auch komplett durch Wände durch und so. Und wir haben das hier wieder. Der kann schon mal durch die komplette Map gehen. Einer dieser Pfeile. Und getroffene Spieler leiden dabei halt einen ziemlich hohen Schaden. Und werden markiert. Zusätzlich dazu. Also selbst wenn sie nicht tot sind, weißt du, da sind sie und weißt, okay, die sind ziemlich schon am Arsch. Wir sollten vielleicht gucken, dass wir die holen, jetzt wo wir wissen, dass sie da sind und dass sie gut Damage bekommen haben. Denn wenn sie aufgedeckt wurden nach deiner Ulti, dann weißt du, du hast sie auch getroffen und sie haben Schaden bekommen. 500 EQ. So, dann kommen wir zu Viper. Viper ist auch eine, also Viper sieht erstmal fucking sexy aus. Es ist eine Frau, wir gucken gern auf, als Männer natürlich eher, spielen wir oftmals Frauen, wenn wir uns, keine Ahnung warum, es ist so ein Gaming-Ding. Aber die kam auch in dem Gameplay vor, in dieser ersten Runde. Ihr werdet gleich ganz genau wissen, welche Situation ich meine. Sie hat als Kaufbaroption Snakebite. Da feuert sie ein Projektil ab, das eine Säurepfütze hinterlässt. Und diese schadet Gegnern. Ganz klar. Säurepfütze, sie ist so ein bisschen der Caustic in weiblicher Version. Caustic aus Apex. Wie ich halt alle aktuellen Shooter irgendwie mit einbeziehen kann. Das ist sehr interessant. So, du schießt ein Projektil ab, Säurepfütze am Start, die schadet Gegnern. Punkt. Dann gibt es Poison Cloud. Da platzierst du einen Emitter. Man nennt es Emitter. Um nach Bedarf eine Giftwolke zu produzieren. Das heißt, du kannst entscheiden, will ich eine Giftwolke raushauen oder nicht. Und diese verbraucht aber Treibstoff. Also Treibstoff ist bei ihr so das tragende Ding, wo du darauf achten musst, ob du genug hast. Jetzt haben wir in dem letzten Gameplay schon mal eine Rauchwolke gesehen. Ich glaube aber nicht, dass es Poison Cloud ist, sondern ihre Ulti. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Die Signature-Fähigkeit ist Toxic Screen. Da legst du eine lange Linie an Emittern aus. Und die kannst du dann eben auch gegen Treibstoff aktivieren. Und dann kommt sozusagen eine Giftmauer. Da sind wir auch wieder. Ist eine Mauer, nur jetzt nicht aus Feuer, sondern jetzt aus Gift. Und jetzt kommen wir zur Ulti, Viper's Pit. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch in dem Gameplay gesehen haben, weil man hört auch im, hat im Gameplay meines Wissens auch im Hintergrund gehört, dass irgendjemand was gesagt hat. Ich glaube, das war sie und hat ihr Ausruf so von wegen, sie macht jetzt ihre Ulti. Hier kommt meine Ulti! Und dann steht sie ja da und furzt halt richtig rein, weil sie irgendwie, keine Ahnung, absoluten Druck hat. Und auf jeden Fall kommt in einem, das war nämlich, in einem weiten Umkreis erschafft sie halt eine gewaltige Giftwolke. Und die bleibt so lange bestehen, solange Viper sich in dieser Giftwolke aufhält. Also du kannst dich als Viper in dieser Giftwolke bewegen. Das ist ähnlich wie Caustic. Die macht auf dich keinen Schaden. Sie hat ja auch diese Gasmaske. Und solange du da drin bist, bleibt die auch so. Und Gegner in der Wolke werden für Viper aufgedeckt. Also es ist komplett Caustic eigentlich. Es ist komplett Caustic aus Apex Legends. Du bist, das ist die Ulti. Du schmeißt eine riesige Stinkwolke hin. Wenn du drin bist, bleibt die bestehen. Du kannst die Gegner in der Wolke sehen und die Wolke macht auf dich aber offensichtlich keinen Schaden. Das ist auch sehr stark. Fucking stark, Mann. Sehr krass. Und das waren die bisherigen 8 Agents. Ich muss mich noch an den Namen gewöhnen. Agents, hört sich so komisch an. Agenten. Nicht Helden, nicht Charaktere. Champions, nein, Agents von Valorant. Oder Valorant. Kann jemand mal von der offiziellen Seite sagen, wie dieses Game heißt? Kann jemand einfach mal den Namen in den Mund nehmen und es von offizieller Seite aus sagen? Das ist wie damals auch bei Asus. Heißt das jetzt Asus? Asus? Oder Huawei. Huawei. Please, Riot Games. Oder wenn ihr es wisst, hat jemand schon mal von offizieller Seite diesen Namen in den Mund genommen und kann mir sagen, wie man es ausspricht? Das wäre echt wichtig. Das sind die 8 Charaktere. Guckt euch das gerne nochmal an. Wenn ihr euch schon mal auf Valorant vorbereiten möchtet, dann habt ihr schon mal eine gute Übersicht über, was euch erwarten wird. Und es ist, glaube ich, nicht unwichtig, sich auch für einen entsprechenden Agent zu entscheiden. Also ich bin so ein Dude, der eher so auf Damage gehen würde. Ich bin so ein Damage-Boy, ich will gar nicht viel mit taktischen Sachen zu tun haben, wobei du kommst nicht weg davon. Du musst in diesem Game nicht nur Aiming-Künste haben, sondern du musst die Fähigkeiten, glaube ich, auch gut einsetzen, weil wir haben auch eine erste Übersicht der Karte schon gesehen, die ist jetzt am Start
Und man sieht, das ist weitaus größer, weitaus ein Stück weit komplexer, als man es jetzt zum Beispiel von Counter-Strike kennt. Aber trotzdem sind viele Punkte, die in Counter-Strike wichtig sind, wahrscheinlich auch hier wichtig. Aber ich bin sehr gespannt. Also, mich hype das Game so ein bisschen rein, obwohl ich nicht grundsätzlich so ein riesen Fan von reinen 5 gegen 5 Shootern war. Ich habe auch Counter-Strike wirklich nicht so viel gespielt. Aber so mit den Fähigkeiten, damals Overwatch, das war auch eigentlich, dass das rauskam, sehr reingesuchtet. Und ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Schauen, was das wird, was da noch so kommt. Im Sommer soll es ja soweit sein. Let's go.